Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir zusammen den Lesemonat aus dem Monat Juni und wir haben schon Halbzeit im Lesejahr 2023. Das ist echt total strange, weil ich das Gefühl habe, das Jahr hat gerade erst angefangen und irgendwie habe ich jetzt schon dieses Jahr 80 Bücher gelesen und habe Pi mal Daumen. Und ja, das Jahr rast einfach nur so an uns vorbei. Ich werde demnächst auch noch ein Halbjahresstatistik-Video hochladen, wo ich dann ein bisschen genauer auf die ganze Statistik eingehen werde, wie viel ich gelesen habe, wie viele Seiten, wie viele Bücher, wie viele Tops, wie viele Flops schon dabei waren, wie meine Challenge-Stände sind und so weiter und so weiter. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Heute soll es aber um meinen Lesemonat Juni gehen und insgesamt wurden es im Juni 13 Bücher. Eins davon war ein E-Book und 12 davon waren Printexemplare. Allerdings habe ich das ein oder andere Buch wieder als Hörbuch gehört. Wie ihr wisst, höre ich meine Hörbücher immer über die Nextory App. Ich bin da zu 100% zufrieden damit. Ich liebe diese App und ich wüsste gar nicht, wie mein Alltag aussehen würde, wenn ich diese App nicht hätte. Ich habe nämlich tatsächlich gefühlt den ganzen Tag die Stöpsel in den Ohren und habe irgendwie ein Hörbuch an. Und das hilft mir natürlich auch immer sehr, bei meinen Büchern voranzukommen und einfach noch in viel mehr Geschichten im Lesemonat eintauchen zu können. Ich höre beim Autofahren, ich höre beim Putzen, beim Aufräumen, beim Wäschemachen, beim Kochen, bei allem, außer wenn ich mit Maler spiele. Ja, mittlerweile gibt es über 600.000 Hörbücher und auch teilweise E-Books auf der App. Also schaut da unbedingt mal vorbei und es ist wirklich für jeden was dabei. Ich habe euch auf Instagram auch regelmäßig ein Update gepostet, was so Neues auf die App kommt. Ganz neu auf der App ist auch zum Beispiel das Hörbuch von Fourth Wing. Und ich habe zwischendurch auch, während ich das Buch gelesen habe, mal reingehört. Und es ist richtig cool, weil man da einfach die richtigen Namen hören kann. Ich habe ja immer so Probleme mit Fantasy-Namen, wie spricht man die aus? Und da bietet sich sowas auch immer sehr gut an. Das heißt, ich konnte immer hören, wie die Namen wirklich ausgesprochen werden und das hat mich beim Lesen tatsächlich bereichert. Wer das gerne auch probieren möchte, schaut mal in die Infobox. Da habe ich euch einen Code hineingeschrieben, mit dem ihr 30 Tage Nextory kostenfrei probieren könnt. Also einfach mal eine kleine Testphase. Und wenn es euch zusagt, bleibt ihr dabei. Wenn es euch nicht zusagt, bleibt ihr nicht dabei. Das ist alles kein Muss. Also diese Testphase ist jetzt kein Abschluss von einem Abonnement. Es ist einfach nur zum Testen von mir für euch. Und ich hoffe, der ein oder andere probiert es mal aus. So, das war jetzt genug davon. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Lesemonat. Und ich greife einfach auf den Stapel und zeige euch das erste Buch, das ich im Monat gelesen habe. Und zwar war das mal wieder eine Biografie von König Charles. Ich meine, die Krönung, an der ist keiner vorbeigekommen, das hat jeder mitbekommen. Wir haben in England einen neuen König und der hat hier so ein bisschen seine Memoiren niedergeschrieben. Das ist auch die aktualisierte Version, also da gibt es auch ganz viel Infos zu der Krönung etc. Ich fand es total spannend zu lesen, weil Charles eigentlich für mich immer eher unsympathisch war, wenn ich jetzt mal das ganze Königshaus betrachte. Und hier im Buch habe ich doch nochmal einige Aspekte kennengelernt und auch Momente seines Lebens gelesen, die ich so gar nicht kannte. Und nach Abschluss des Buches kann ich wirklich sagen, dass er mir sympathischer geworden ist, dass ich vieles, was ich vorher nicht wusste, jetzt reflektieren konnte und es ihn für mich tatsächlich auch wirklich sympathischer gemacht hat. Ich bin gespannt, wie er sich als König schlagen wird. Aber das Buch ist wirklich für Leute, die sich gerne mit den Royals beschäftigen, denke ich, doch sehr spannend. Im nächsten Monat hoffe ich, dass Nicole Zeit hat. Wir haben nämlich auch das Buch von Harry hier liegen und das möchte ich eigentlich jetzt auch zeitnah mal lesen. Dann habe ich euch bei meinen Neuzugängen ja das Buch Blut der Mächte vorgestellt. Ich blende euch hier gerne nochmal das Cover ein. Das ist von meiner lieben Sarah Kent geschrieben und wer den Namen vielleicht jetzt schon mal irgendwo gehört hat, egal ob Sarah Kent oder Blut der Mächte, der hat vielleicht jetzt ein Klingeln im Ohr. Sie hat nämlich vorher schon eine andere Reihe geschrieben, die heißt Spiel der Mächte. Und
wie der Name schon sagt, gehören diese beiden Reihen zusammen. Spiel der Mächte ist quasi die erste Geschichte und Blut der Mächte, wo jetzt auch der erste Band erschienen ist, ist quasi so ein kleines Spin-off, wobei klein eher nicht. Es wird nämlich eine etwas längere Reihe. Die erste Reihe hatte 5 Bücher und diese Reihe wird doppelt so viel haben. Es ist quasi ja, ein großes Spin-off der Hauptreihe, in der es dann auch um Charaktere geht, die wir in der Hauptreihe auch schon kennengelernt haben. Es geht nämlich um die Kinder der Protagonisten aus dem ersten Band. Hier geht es um die Kinder von Vince und Mia, die Hauptprotagonisten des ersten Bandes. Es geht um Freundschaft, es geht um Liebe, es geht um Intrigen, es geht um Vampire, es geht um Vampyre. Es geht darum zu entdecken, wer man selbst ist. In der Reihe gibt es eigentlich 3 Hauptstränge. Es geht um Killian, Bellamy und Lucy. Lucy ist die Schwester von Killian und hat keinerlei Magie. Deshalb ist sie richtig angepisst, dass ihr Bruder welche hat und dann auf diese Van Clair University geht und sich einfach nicht mehr meldet. Und Bellamy ist schon ausgebildeter Wächter auf dieser Akademie und ist so ein bisschen der, ja, ich sag mal, der Führungsstab. Also er zeigt denen so ein bisschen, wie diese Welt existiert und was es da gibt. Und es ist einfach richtig cool, diese 3 Elemente zusammen zu sehen. Ich reg mich gerade ein bisschen auf, weil irgendjemand jetzt meint, er müsste draußen sägen. Oder bohren. Oder was auch immer die da machen. Jedes Mal, wenn ich ein Video drehe, meint einer meiner Nachbarn, er müsste Rasen mähen, sägen, bohren, hämmern etc. Ich hoffe für euch, man hört es nicht so laut. Ja, abschließend möchte ich einfach sagen, dass ich diese Reihe jetzt schon sehr, sehr toll finde. Ich fand die Hauptreihe schon klasse. Ich mag das Setting. Ich bin auch froh, wieder in diesem Setting drin zu sein und kann sie euch wirklich nur ans Herz legen, auch mal da reinzuschauen. Dann habe ich im Juni endlich das Finale der Krischer-Reihe Lodernde Schwingen gelesen, wie immer gemeinsam mit meiner lieben Tatjana. Und es geht weiter um Alina, es geht weiter um den Dunkeln, es geht weiter um Mal, es geht um ja, fantastische Dinge, es geht um Freundschaft, um Liebe. Ich finde die Geschichte rund um die 3 einfach total spannend. Ich denke, zu Krischer muss ich nicht mehr sagen, wer Shadow and Bone gesehen hat und da kommt eigentlich fast niemand drum herum, der Fantasy mag, der kennt die Story. Es ist einfach eine unfassbar tolle Welt. Ich mag den Dunklen unheimlich gerne. Er wird zwar hier als der Böse dargestellt, aber ich finde ihn total faszinierend. Es ist ein total genialer Charakter. Und es kommt halt auch immer so ein bisschen durch, dass er eigentlich gar nicht so böse ist, wie er macht. Und trotzdem ist er der Böse. Jetzt habe ich oft genug das Wort gesagt. Ja, ich bin gespannt, wie die Story jetzt im Prequel Die Krähen weitergeht. Es sagen ja ganz viele Leute, dass Krischer okay ist und dass die Krähen aber ein richtiges Highlight sind. Ich fand Krischer eigentlich schon total genial. Also ich mag das Setting, ich mag die Interaktion zwischen den Charakteren, ich mag die Charakterentwicklung. Und ja, hier wurde halt auch ein paar Mal Ketterdam erwähnt. Dort spielt später dann die Dialogie der Krähen und we will see. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, denn im September, Oktober ist eine Convention in Bonn, wo wir jedes Jahr hinfahren und der gesamte Shadow and Bone Hauptcast ist anwesend und auch ein paar Charaktere der Krähen. Ich bin total gespannt. Ich muss auf jeden Fall die Reihe jetzt dann noch lesen und muss Shadow and Bone gucken. Ich habe es nämlich bisher noch vermieden, das zu tun, weil ich einfach erst die Bücher lesen wollte, bevor ich dann in die Serie einsteige. Dann konnte ich im Juni eine komplette Reihe von meinem Sub weglesen. Und zwar ist das die Sommer in Kanada-Reihe von der lieben Carina Schnell. Die habe ich irgendwann Anfang des Jahres, bei ihr gewonnen. Sind alle 3 mit diesem wunderschönen Farbschnitt. Hier gab es ja dieses lustige Dilemma, nennen wir es mal lustig,
Ihr seht, der Farbschnitt von Band 3 sieht anders aus als diese hier. Das hier sollte eigentlich der Bücherbüchse-Sonderschnitt sein. Und eigentlich sollte das Buch genau das gleiche Design bekommen wie diese hier. Aber irgendwie hat die Druckerei da Mist gebaut und hat von dem hier super viele gedruckt. Und dann hat man überlegt, so, was macht man jetzt? Schmeißt man die Bücher jetzt alle weg? Verkauft man sie als Mängelexemplar? I don't know. Und dann hat sich der Verlag und die Autorin und die Bücherbüchse und die Druckerei dazu entschieden, also hauptsächlich der Verlag, dass man einfach jetzt das Bücherbüchse, ja, den Bücherbüchse-Buchschnitt als Original-Erstauflagen-Buchschnitt nimmt. Mein Monk stört das zwar ein bisschen, wenn ich Carina wäre, wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen angefressen, aber es soll ja um den Inhalt der Bücher gehen und nicht um den Farbschnitt. So, ich zeige euch jetzt mal alle drei Bücher und erzähle euch was dazu. Das hier wäre der erste Band. Hier geht es um Mali. Die kommt in das verschlafene Küstenörtchen St. Andrews. Die ganze Reihe spielt in St. Andrews. Und dort lernt sie so direkt am ersten Abend einen Typen kennen und macht so einen Witz. Er hat halt so ein Holzfällerhemd an und er ist halt groß und breit. Und sie sagt so zu ihm, ja, bist du der Lumberjack vom Dienst? Und irgendwie erwischen sich die beiden auf dem falschen Fuß und können sich gar nicht ausstehen. Und trotzdem laufen sie sich immer wieder über den Weg und irgendwann kommen sie dann doch auch mal ins Gespräch. Es ist halt so ein bisschen das Motto des Buchs, dass man nicht nach dem ersten Eindruck gehen soll. Es ist dieses Kleinstadttyp trifft auf Großstadtmädchen. Es ist richtig schön zu lesen gewesen. Es gab nur eine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat, und das waren so ständige Wiederholungen. Ich habe dann, als ich die anderen beiden gelesen habe, gemerkt, dass das so ein bisschen Carinas Stil ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gebraucht hätte, dass ständig nochmal was wiederholt wird, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass die Reihe allgemein sehr, sehr angenehm zu lesen ist. Kommen wir zum zweiten Band, When the Night Falls. Hier geht es um Will und um Liv. Liv lernen wir schon im ersten Band kennen. Sie kommt von einer mehrjährigen Reise zurück und ist plötzlich zurück in der Clique und trifft dort wieder auf die Jugendliebe Will. Um deren Geschichte geht es dann hier im Buch. Was passiert, wenn Liv, die ihn verlassen hat, die seinen Heiratsantrag abgelehnt hat, auf einmal nach 4 Jahren zurück ist und einen blonden Schweden dabei hat? Ich meine, da ist dicke Luft, da müssen wir nicht drüber reden. Da ist angespannte Stimmung und ja, wie das Ganze ausgeht, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ich muss persönlich sagen, dass der zweite mein Lieblingsband war. Es haben mich auch ein, zwei Dinge gestört, aber ich finde gerade bei dieser Reihe, es waren immer mal Sachen dabei, die mich gestört haben. Vor allem hier war es eben Liv und ihre Handlungsweisen, die waren halt sehr, sehr egoistisch. Also egal, was sie getan hat, ob sie jetzt von ihm weggeht, weil sie reisen möchte, oder wie sie auch mit diesem schwedischen Typen umgeht. Alles, was sie tut, ist temporär erstmal egoistischer Natur und dann denkt sie erst nach. Und sowas kann ich auch im privaten Umfeld nicht leiden. Und im Band 3 geht es um Blake, den lernen wir auch bereits in Band 1 kennen und merken auch im Laufe der Geschichte, also in Band 1 und 2, dass er ein leichtes Alkoholproblem hat. Das lässt sich zurückführen auf einen Unfall, den er hatte. Er sollte eigentlich Profi-Footballer werden und hat sich dann böse verletzt, sodass er nicht mehr seinen Sport ausüben kann. Und das hat einfach was mit ihm gemacht. Und hier geht es um die Geschichte zwischen Blake und die Touristin Rachel, die ihn da nochmal so ein bisschen zum Nachdenken bringt. Sagen wir es einfach mal so, ohne jetzt zu viel zu verraten. Insgesamt eine richtig schöne Reihe. Ich habe ja gesagt, ich lese sie jetzt im Juni. Ich habe es auch gemacht. Ich habe mein Versprechen gehalten und wenn ihr sowas, ich sag mal, was Süßes für zwischendurch wollt, dann ist die Reihe auf jeden Fall für euch gedacht. Aber für mich war es jetzt leider kein riesengroßes New Adult Highlight.
Dann habe ich mich diesen Monat auch mal aus meiner Komfortzone rausbewegt, ein kleines bisschen. Wie man einen Prinzen tötet, ist nämlich so ein bisschen arg märchenlastig, storytechnisch gesehen. Ich meine, bei dem Titel weiß man schon, was auf einen zukommt. Es geht um die junge Mara. Sie ist die drittgeborene Prinzessin und muss dabei zusehen, wie ihre Schwestern an einen richtig arschigen Prinzen verkauft werden. Also es ist so, dass ihre älteste Schwester diesen Prinzen heiraten soll und ihre mittlere Schwester rückt dann quasi nach. Dann passiert was mit der ersten und sie muss nachrücken. Und das Chaos nimmt seinen Lauf. So, jetzt kommt meine Kleine. Einen Moment. So, kurze Unterbrechung später. Natürlich hat Mara absolut keine Lust, diesen Prinzen zu heiraten und beschließt, ihn zu töten, wie der Titel schon sagt. Insgesamt ist die Geschichte auch sehr, sehr düster gehalten. Ich meine, Märchen, wir wissen es, haben immer sehr, sehr düstere Elemente und die spürt man hier natürlich auch. Was ich persönlich auch sehr erfrischend fand, war das Alter der Protagonisten, das halt schon um die 30 war. Dementsprechend war sie nicht so naiv, blauäugig und wild, nenne ich es mal. Oder sie hat sich nicht komplett blauäugig auf Dinge draufgestürzt, sondern hat bei vielem halt wirklich nachgedacht, hat es hinterfragt. Und das hat mir doch sehr, sehr gut gefallen. Insgesamt wurde es leider für mich auch kein Highlight. Ich weiß nicht, ob es an diesem Märchending lag oder woran auch immer. Aber nach Beenden des Buchs war ich zwar glücklich und es war eine schöne Geschichte, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt sagen würde, oh, die muss ich in meinem Leben auf jeden Fall nochmal unbedingt lesen. Welche Geschichte ich dafür mit Sicherheit noch einmal lesen würde, wäre die vom Hexenzirkel ihrer Majestät. Der zweite Band heißt Die falsche Schwester. Wie auch schon im ersten Band geht es um die Freundinnen Helena, Elle, Niam und Leonie. Ach, alle vier Namen zusammenbekommen. Ich bin so gut. Ihr wisst, ich hab's nicht so mit Namen. Ja, und eben um die Geschehnisse, die auch schon in Band 1 passiert sind. Ich sag mal so, jeder von den vier Mädels hat so seine eigenen Baustellen, sei es jetzt familiär gesehen, sei es jetzt körperlich gesehen, sei es jetzt in der Gesellschaft, sei es jetzt whatever. Und natürlich hat Theo das verwunschene Kind aus Band 1 auch wieder eine sehr, sehr große Rolle. Es ist einfach eine Hexengeschichte zum einen, aber die auf modern gemacht wurde. Also Hexen in der modernen Zeit, bei denen es auch um Themen wie Diversität etc. geht. Und das war damals ein Punkt in Band 1, den ich nicht auf dem Schirm hatte, dass es da auch um Themen wie Transsexualität etc. geht. Band 1 hat mich damals so beschäftigt, dass ich im Hintergrund noch viel mehr Recherchen betrieben habe, auch zur Autorin, und da auch festgestellt habe, dass sie aus dieser queeren Community kommt. Und ich finde das immer total spannend, Dinge, die mich einfach nicht so betreffen, weil ich einfach eine heterosexuelle, weiße Frau bin, dann aus der Sicht von anderen Menschen zu sehen. Und das ist für mich echt total spannend, weil ich mich ja selbst zwar gedanklich hineinversetzen kann, wenn man ein empathischer Mensch ist und ein offener Mensch ist, aber es gibt einfach Dinge, die kann ich ja einfach nicht wissen, und das dann zu lesen und dann auch zu hinterfragen und auch das Verhalten der Gesellschaft zu hinterfragen, hat dieses Buch auf jeden Fall geschafft. Und deshalb kann ich es einfach wirklich nur jedem ans Herz legen. Und natürlich, das Thema Hexen ist für mich sowieso immer ein Stern mehr wert, weil ich total auf Hexen und Hexengeschichten stehe. Und hier wurde das einfach sehr, sehr gut verarbeitet. Und deshalb kann ich mir wirklich vorstellen, dass ich die Reihe auch vielleicht im nächsten Lesejahr nochmal lesen werde. Diesen Monat hat es mich auch wieder nach New York verschlagen. Eigentlich müsste es mich jeden Monat nach New York verschlagen, bis ich denn irgendwann mal schaffe, dorthin zu fahren. Let's Be Bold ist der zweite Band der, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt, Be Wild-Reihe von Nicole Böhm und Annabel Steel. Das ist der zweite Band. Der wurde von Nicole geschrieben und knüpft eigentlich auch an die
Geschehnisse aus Band 1 an. Wir haben hier auch, wie bei den Hexenzirkel, 4 Freunde. Tyler und Shay und Evie und... Ariana, so. Wir lernen die schon in Band 1 kennen und jeder hat auch so sein eigenes Päckchen zu tragen. Evie kam ohne Arbeitsvisum nach New York und hatte da mega Struggle, dann, weil sie eigentlich dort schon einen festen Job hat und musste dann irgendwie gucken, dass sie da ein Arbeitsvisum bekommt. Tyler und Shay sind beste Freunde und haben sich da auch in der Stadt quasi neu eingefunden, haben sich da eine WG aufgebaut und ja, auch sie haben natürlich so ihre Probleme und Sorgen und Ariana ist frisch getrennt und muss jetzt erstmal eine Bleibe suchen. Es hat halt wirklich jeder so sein Päckchen und das Miteinander der vier, die sich dann in Band 1 so ein bisschen angefreundet haben, ist einfach total schön und das Buch zu lesen ist einfach, als ob du Freunden dabei zuhörst, was sie so erlebt haben und wie sie so interagieren miteinander, wie sie ihren Alltag bestreiten. Und ich glaube, ich habe das Buch innerhalb von 2 Abenden weggesuchtet, weil es einfach total chillimilli ist. Bei uns sagen wir immer chillimilli. Total entspannt, total angenehm und ich habe auch den Wechsel der Autoren gar nicht so hart bemerkt. Also ich glaube, die haben sich da schon so ein bisschen aneinander angepasst, schreibstiltechnisch. Annabels Schreibstil mag ich ja sowieso. Das hier war jetzt das erste Buch, das ich von Nicole gelesen habe, aber die Reihe ist einfach total schön. Man erlebt super viel von New York, man erlebt Dinge auch aus der Influencer-Szene, weil sie alle in so einer Influencer-Agentur arbeiten. Das sind ja alles so Punkte, die mich schon auch catchen, schon interessieren. Und deshalb finde ich die Reihe richtig, richtig klasse. Kommen wir von einer Reihe, die ich richtig klasse finde, zu einer Reihe, die mich wirklich sehr, sehr, sehr verstört. Wer meinen letzten Lesemonat gesehen hat, weiß vielleicht, wovon ich spreche. Und zwar ist es The Raven Hood. Da habe ich jetzt mit Lou den zweiten Band diesen Monat gelesen, oder letzten Monat gelesen. Exodus. Es geht wieder um Cecilia Horner und ihre beiden Jungs, Sean und Dominic. Und wir kriegen da jetzt noch einen dritten Part dazu, und zwar Tobias, den großen Bruder von Dominic. Und ganz ehrlich, Band 1 war so verstörend und verwirrend, weil wir auch irgendwie gar nicht wussten, um was es überhaupt in der Geschichte geht. Wir haben Band 1 beendet und ich sag zu Lou, weißt du, um was es in der Geschichte geht, außer um zwischenmenschliche Szenen, nenne ich es jetzt einfach mal, die auch noch dazu sehr verstörend waren. Und sie sagt so, ich habe keine Ahnung, wo dieses Buch hinführen soll. Es geht irgendwie um eine Verschwörung, es geht um Machenschaften, um Korruption, um irgendwas, was früher vorgefallen ist, um diese Gang, um diese Raben. Aber wir wussten nach Band 1 tatsächlich nicht, wo das hinführen soll und was der ganze Sinn dahinter ist. Ich muss sagen, hier in Band 2 steigen wir quasi zwar auch nochmal ein in die Thematik der 17-jährigen Cecilia, aber es macht einen direkt zu Beginn einen großen Zeitsprung. Ich glaube, 4 Jahre später. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, 4 Jahre später und... da spielt eigentlich Band 2 jetzt, aber es macht immer wieder so Rückblenden zur Vergangenheit und Tobias kriegt da jetzt auch einfach eine größere Rolle in dem Ganzen. Alles in allem weiß ich immer noch nicht, ob ich die Reihe jetzt genial finde oder ob ich sie einfach dämlich finde. Also ich glaube, bei dem Buch gibt es auch einfach nur A oder B, heiß oder kalt, hopp oder top. Ich werde jetzt noch mit Lou Band 3 lesen. Wir wissen zwar jetzt hier durch Band 2 ein bisschen mehr zur Story, aber ja, wie das Ganze jetzt ausgehen wird, wo es jetzt wirklich hinführt, werden wir wohl erst in Band 3 erfahren. Der Juni hat mich nicht nur nach New York entführt, sondern auch nach London bzw. nach Mirror London in die Spiegelwelt. Dark Sigils, wie die Dunkelheit befiehlt, ist der zweite Band der Dark Sigils-Reihe. Und bevor ich es gelesen habe, dachte ich wirklich, ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass das Ganze eine Dilogie ist.
nachdem ich das Buch beendet habe und es mich mit so einem riesigen Cliffhanger da hat stehen lassen, musste ich doch erstmal Instagram öffnen und das Ganze recherchieren. Und es wird tatsächlich noch einen dritten Band geben. Ich wusste es wirklich nicht. Ich habe davon in diesem Zeitpunkt das erste Mal gehört, als ich recherchiert habe. Ja, da freue ich mich aber sehr, weil ich die Reihe eigentlich ganz cool finde. Es geht um die Dark Sigils, wie der Name schon sagt, die quasi 7 Stück an der Zahl sind. Es gibt aber jetzt noch ein geheimes 8. und da machen sie sich auch auf die Suche nach. Es geht weiter um Rain und um den Mirror Lord Adam. Die beiden sind Träger eines der Dark Sigils und in Band 1 hat sich Rain ja den Rebellen angeschlossen und ja, treibt damit so auch so ein bisschen einen Keil zwischen sich und ihre beste Freundin. Die Thematik hier drin fand ich nämlich super spannend. Die beste Freundin und sie, Lily, ist die beste Freundin, waren ja eigentlich immer so. Und hier ist dann halt so ein Storystrang. Der eine schließt sich dem an, der andere schließt sich dem an. Und ja, irgendwie zerrüttet das auch so ein bisschen die Freundschaft. Ich bin gespannt, wie es damit in Band 3 weitergeht. Ich finde, die Reihe ist für mich zwar jetzt nicht unbedingt ein absolutes Mega-Highlight, aber schon sehr, sehr spannend. Ich kann auch noch nicht genau sagen, wo Band 3 hinführen wird, weil Anna da viele Theorien gegen Ende des Buches offen gelassen hat. Also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie das Ganze ausgehen kann. Ich habe da auch schon mit mehreren in der Buchbubble drüber diskutiert, was die denken, wie es ausgeht. Also ja, ich könnte jetzt noch nicht drauf wetten, weil ich mir wirklich nicht sicher bin. Insgesamt feiere ich die Reihe. Es ist kein ultimatives Highlight, aber schon ein sehr, sehr gutes Buch, das auf dem Weg dahin ist. Vielleicht schafft es Band 3 dann das Highlight zu werden. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich habe die Reihe bisher sehr, sehr gerne gelesen. Kommen wir last but not least zu den letzten beiden Büchern, die ich im Monat Juni gelesen habe. Ich muss sie jetzt zusammen erwähnen, weil es Band 1 und 2 einer Reihe ist. Und lustigerweise sind die beiden Bücher beide am gleichen Tag, am 13. Juni, erschienen. Und zwar ist das The Darkest Gold, die Gefangene, das Band 1, und The Darkest Gold, die Verräterin, Band 2. Ist auch wunderschön, hier zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Es werden insgesamt 5 Bücher, also da wird der Rücken wahrscheinlich fortlaufend sein. Sowas finde ich ja sowieso immer schon mega gut. Und was ich liebe, dass hier einfach 1 und 2 aufgemalt sind, so dass man weiß, in welcher Reihenfolge man sie ins Regal stellen muss, weil ich super oft das Problem habe und das mir auch schon mehrere Leute von euch geschrieben haben, guck mal, in deinem Regal steht die Reihenfolge 1, 3, 2. Weil ich da ein kleiner Pilo bin und das nicht immer checke, die in der richtigen Reihenfolge hinzustellen. Gerade bei City of Bones, City of Ashes, City of Glass und so, da habe ich gerade die letzten 3 Bücher komplett falsch stehen gehabt. Und das hat mir mal dann eine Zuschauerin von euch gesagt, guck mal, du hast da Band 4 und 5 vertauscht. Ja, vielen Dank dafür. Ihr seid echt die besten Spürhunde, ich sag's euch. Ja, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um diese Reihe. Das ist so eine Neuerzählung des König Midas Mythos, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es geht um Orin, die quasi in einem goldenen Käfig gehalten wird. Und das ist diesmal nicht bildlich gesprochen, sondern wörtlich zu nehmen. Sie ist komplett Gold. Sie hat goldene Haare, goldene Augen, goldene Haut. Alles an ihr ist Gold. Und sie lebt im Schloss von König Midas in einem Käfig. Der Käfig ist zwar riesengroß und auf mehrere Räume ausgebreitet, sodass sie sich halt auch ein bisschen bewegen kann, aber sie lebt eigentlich konstant in diesem Käfig. Und sie hinterfragt das eigentlich auch nicht. Also König Midas hat mehrere Sättel, nennt er das, mehrere Mätressen, würde man eigentlich sagen, egal ob männlich und weiblich. Und Orin muss da immer zusehen, wie er diese beglückt. Und genauso steigen wir nämlich auch in das Buch ein. Und das war total verstörend für mich, dass wir direkt in so einer Gruppenaktionsszene einsteigen.
ich kann es nicht anders ausdrücken, sonst wird YouTube das Video zensieren. Und da dachte ich schon so, okay, wenn das so einsteigt, will ich nicht wissen, wie es damit weitergeht. Aber es wird ein bisschen entspannter. Ich fand aber allgemein das Wort Sättel, ich bin einer der königlichen Sättel, da fand ich total dämlich. Also da hätte man vielleicht ein bisschen anders übersetzen können. Ich hätte da vielleicht ein anderes Wort genommen. So hatte ich immer das Bild von einem Pferd im Kopf. Ich hatte da ganz verrückte Dinge im Kopf. Ja, und eines Tages geschieht etwas, das Oren dazu bringt, Dinge zu hinterfragen. Und vorher war es halt wirklich so, jeder Tag, den sie da in einem Schloss verbracht hat, wurde ihr quasi vorherbestimmt. Es wurde gesagt, das machst du und das machst du nicht. Und sie hatte gar nicht so 100% die eigene Meinung. Das ändert sich natürlich im Laufe der Bücher, das sieht man auch hier schön. Hier sitzt sie noch, also sitzt der Vogel noch im Käfig und hier ist er ausgebrochen. Insgesamt werden es 5 Bücher. Ich bin gespannt, wo die Geschichte noch hinführt. Für mich auf jeden Fall das Monatshighlight aus dem Juni, also diese Bücher, ich habe mich jetzt einfach mal für Band 1 entschieden, habe ich zum Monatshighlight im Monat Juni auserkoren. Und der dritte Band kommt jetzt im September. Ich glaube, der vierte im November, Dezember und dann im Frühjahr 2024 kommt der 5. Band. Also wir müssen jetzt nicht so ewig warten, bis alle 5 Bände erscheinen. Ich bin auf jeden Fall schon voll on fire und freue mich schon, wenn September da ist und ich weiterlesen kann, weil die Reihe echt richtig, richtig gut ist. Und natürlich ist auch wieder sowas, was die Buchbubble spaltet, aber ich bin auf jeden Fall auf der Pro-Seite bei dieser Reihe. Ihr Lieben, das war mein Lesemonat aus dem Monat Juni. Ihr dürft mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eins der Bücher davon gelesen habt, ob ihr eins davon lesen wollt, ob ihr es auf dem Sub habt, ob ihr es noch kaufen wollt oder whatever. Schreibt mir gerne eure Meinung. Wie immer habe ich euch die Bücher unten in der Infobox verlegt. Da gibt es wieder den Thalia-Link und den Amazon-Link, das sind Affiliate-Links und wenn ihr eins der Bücher darüber kauft, dann kriege ich eine kleine Verkaufsprovision. Also wenn ihr das vorhabt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das über einen meiner Links tun würdet, weil ihr mir damit sehr, sehr viel weiterhelfen würdet, weil ich nämlich damit mein Schreiben finanziere. Ja, das war's jetzt heute von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!